Hallo und guten Abend. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen im Namen von WH Self Invest und der eigenen Marke von WH Self Invest von Investui. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich hoffe, Sie sitzen kühl, haben auch ein kühles Getränk und wir haben uns ja jetzt für die nächste Stunde, anderthalb Stunde ein bisschen was vorgenommen. Heute zu Gast, Sie sehen schon, der Dr. Raimund Schriek. Auch du nochmal herzlich willkommen, lieber Raimund, dass du dir die Zeit heute nochmal nimmst und mich im Namen quasi von Investui und WH Self Invest nochmal unterstützt. Ja, sehr gerne. Guten Abend. Guten Abend. Ich wollte nur ganz kurz sagen, wir haben diesen Titel gemeinsam gewählt, der Raimund und ich, und wir haben auch das Webinar jetzt gemeinsam konzipiert. Also wir werden diese Stunde und anderthalb Stunden gemeinsam mit Ihnen bestreiten. Fragen Sie viel, nutzen Sie dieses Fragenfeld. Je interaktiver das wird, umso schöner wird das auch für uns und umso kurzweiliger wird es dann auch für Sie und für alle dann auch lehrreich, weil wir versuchen auch alle Fragen zu beantworten. Wir können gucken, ob wir das hinter irgendeinem Blog machen, ob wir es am Schluss machen. Also wir sind da nie so richtig festgelegt, Raimund. Wir lassen das einfach auch ein bisschen durch Sie bestimmen. Ich hoffe, Sie haben uns ein bisschen nachgesehen, dass wir das vielleicht einen etwas provokanten Titel gewählt haben. Aber es ist ja auch so, dass man wirklich in der medialen Welt, Social Media, elektronischen Welt kaum noch gehört wird, wenn man nicht übertreibt. Das hat Boto Strauß gesagt, dass man nur dann nochmal durchdringt durch die Übertreibung. Aber trotzdem haben wir natürlich, steckt da auch viel Wahrheit dahinter. Also wir wollen heute Ihnen ein Angebot mitbringen. Ich vertrete ja auch so ein bisschen bei WH Self Invest Investui. Aber damit Sie auch sehen, dass das, was wir anbieten, das könnten Sie auch selbst machen. Da brauchen Sie uns nicht dazu, da brauchen Sie WH Self Invest nicht dazu. Sie brauchen einfach Vertrauen in die Wissenschaft. Und deswegen komme ich jetzt nicht hierher heute, um jetzt an alle jetzt ein Konto zu verkaufen, sondern der Raimund und ich, wir kennen uns schon länger, wir haben uns einfach auch ein bisschen auf die Fahne geschrieben, denjenigen, die an der Börse unterwegs sind, etwas an die Hand zu geben, was ja auch weiterbringt. Und da bist du ja, Raimund, auch prädestiniert und quasi auch als neutrale Person dabei. Also nicht nur vertrittst weder Investui noch WH Self Invest, sondern ich habe dich als Wissenschaftler heute dazu gebeten. Und du bist ein vielseitiger Wissenschaftler. Du hast, ob das jetzt Neurowissenschaft ist, Biochemie, Stressforschung, also du bist selbst Wissenschaftler und wirst heute dann auch als Experte uns da in verschiedene wissenschaftliche Aspekte mitnehmen. Wir haben uns gerade noch letztes Wochenende in München gesehen, beim Börsentag. Auch da wieder hast du geglänzt mit deinem Webseminar, was du gehalten hast. Und das Feedback der Leute war ja wieder ausgesprochen positiv. Du bist, was das Thema Finanzpsychologie betrifft, einfach unerreicht. Und das fließt ja auch hier mit rein. Also, du weißt, du merkst, ich bin immer total happy, dass du dabei bist. Und bevor ich aber an dich übergebe, du kannst gerne was sagen. Jetzt, weil ich schon so im Redefluss drin bin. Entschuldigung. Hab ich aber halt einfach noch ein paar Dinge auch zum Titel und wie wir dazu kommen. Aber ich möchte dir natürlich auch erstmal Gelegenheit geben, auch guten Abend zu sagen. Entschuldigung. Es ist alles wunderbar. Ich empfinde, dass ich guten Abend gesagt habe. Du hast mit allem Recht. Manchmal weiß ich nicht, was ich danach noch sagen soll. Das ist eine sehr freundliche Einleitung. Und ja, Markteffekte interessieren mich. Das Produkt finde ich sehr, sehr spannend. Als es 2020 auf den Markt kam, also Marktreife erreichte, war ich gleich ein großer Fan davon, weil ich mich einfach für Rhythmen, Wiederholungen im normalen Leben bei uns Menschen, aber auch in der Natur, aber eben auch an den Finanzmärkten interessiere. Und was Besseres gibt es kaum, als diese Zeitpunkte abzupassen, wo man mit einer etwas höheren Wahrscheinlichkeit Erfolg hat, als wenn man beispielsweise die ganze Zeit im Markt ist oder aufwendige Entscheidungen fällt. Und es ist auf jeden Fall ein Produkt. Und wie du sagst, man kann es selber natürlich auch durchführen, indem man sich anschaut, was sich regelmäßig, in welchen Abständen jetzt auch immer, ob
täglich, wöchentlich oder monatlich wiederholt. Und insofern ist das was, was uns alle interessieren sollte, weil es uns am langen Ende möglicherweise erfolgreich sein lässt, wenn wir das Ganze auf eine strukturierte Weise auch durchführen. Ja, und also ich freue mich drauf, also auch in den Vorgesprächen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich dir ja auch gesagt, habe ich auch nochmal neue Aspekte kennengelernt und werde heute mit Sicherheit nicht dümmer aus dieser Veranstaltung rausgehen. Und ja, und ich bin, was diese Wiederholungen betrifft und auch diese statistischen Belege der 4 Strategien, die wir ansprechen werden. Also es werden insgesamt 2 detaillierter sein, aber die anderen werde ich auf jeden Fall auch besprechen. Das begeistert mich selbst und ich denke, die, die mich kennen, auch aus anderen Veranstaltungen, das merkt man auch. Und ich bin sowohl beeindruckt davon, wie breit diese Studien gehen, also wie viel da auch schon gemacht worden ist, aber auch wie detailliert, also wie in die Tiefe. Ne? Also es sind ja Datenanalysen, das ist ja unglaublich, was tatsächlich herangeführt worden ist, um ja diese Markteffekte, Kalendereffekte zu belegen. Was für eine Faszination auch von denen ausgegangen ist. Und ich muss gestehen, die Faszination ist bei mir und auch bei dir, glaube ich, übergesprungen. Und ich bin kein Wissenschaftler. Dass wir das Thema heute noch mal so ein bisschen provokant aufarbeiten, liegt auch daran, ich bin ja seit 12 Jahren im Kundenservice von WH Self Invest tätig und seit 2,5 Jahren sehr stark mit Investui engagiert. Aber ich habe sehr eng das Ohr am Kunden. Und da muss man sagen, dass gerade über die letzten 2,5 Jahre, gerade seitdem Investui eigentlich auch am Markt ist, ich immer wieder höre, also quasi eine Problembeschreibung erhalte oder der Gedankenaustausch oftmals etwas problematisch ist, weil die volatilen Zeiten, die fragilen Zeiten, es sind schwierige Zeiten. Man hat keine Strategie, weil der Markt so unberechenbar ist oder das ganze Set der Strategien greift nicht. Man macht Verluste, Ängste, eher Vogelstrauß, man macht gar nichts mehr oder man wird aktionistisch, um dann immer wieder in Phasen, in denen ja, einfach so Schlagwörter wie Inflation, Regression, Zinsentscheidungen haben wir gerade auch wieder das Ganze, sage ich jetzt mal, für den Privatanleger auch ein bisschen unberechenbar machen. Und immer wieder kam auch aus dem Kundenkreis der Wunsch nach so etwas wie Leitplanken und nach etwas, was Parameter sind, die nachvollziehbar sind, ne, wo auch eine gewisse Verlässlichkeit da ist. Und da haben wir ja eigentlich mit Investui was geschaffen. Wo ich sage, die sind gerade mit dem verwalteten Konto, was wir anbieten, mit diesen 4 Strategien, bieten wir ja eigentlich genau solche, ja, so einen abgeschlossenen Bereich, der sehr regelbasiert und sehr regelkonform läuft. Und er ist akademisch belegt. Und aber, um ihn zu nutzen, und da kommen immer wieder die Diskussionen, muss man auch Vertrauen zur Wissenschaft haben. Man muss Vertrauen zum Broker haben, das ist ganz klar. Und man muss Vertrauen zur Wissenschaft haben. Und heute haben wir beide uns zumindest auf die Fahne geschrieben. Der Raimund versucht wirklich auch gemeinsam mit mir dann auch Vertrauen für die Wissenschaft und auch Vertrauen für den Broker zu schaffen. Und am Ende, das ist mein Versprechen, wissen Sie, was wir machen, warum wir es machen, wie Sie selber machen können. Und ja, wenn wir das erreicht haben, haben wir heute dann, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht. Ja, wir haben das noch nie so gemacht, das muss man dazu sagen, dass wir, ja. Ich habe mir tatsächlich Publikationen angeguckt, mit denen ich mich auch schon früher auseinandergesetzt habe, aber ich habe heute mal ein paar Screenshots daraus mitgebracht und wo dann jeder sehen kann und es auch wirklich sich organisieren kann. Also all die Literatur, die wir heute sehen, die habe ich auch zu Hause und die kann jeder lesen. Das sind ganz normale Publikationen aus dem wissenschaftlichen Bereich. Und in diesem Fall ist es sogar einfach. Wenn ich jetzt als Chemiker Wissenschaft betreibe, muss ich vielleicht was rausfinden. Es sprudelt hier, die Farbe ändert sich da. Aber hierbei gehe ich an ein nacktes Zahlenwerk, was ich im Prinzip zur Verfügung habe über die ganzen Jahre. Wir wissen, wann der S&P 500 wo gestanden hat. Das wissen wir vom DAX. Wir haben die Kurven fürs Gold. Wir haben all diese Sachen verfügbar. Und dort sind sie einfach so ausgewertet, dass man eben daraus auch was sehen bzw. ableiten kann und letztlich auch immer wieder nutzen kann. Man muss es prüfen, inwieweit es eine Stabilität ist. Und wir werden heute auch sehen, dass sich der ein oder andere Effekt vielleicht auch in den Jahren etwas in der Handhabung geändert hat. Der Effekt ist da,
Aber wann ich eine Position eingehe und wann ich sie letztlich schließe, das hat sich vielleicht auch über verschiedene Zeiträume von Jahrzehnten durchaus verändert. Und auch da werfen wir mal einen Blick drauf, dass man auch einen Markteffekt immer im Auge behalten muss, ob er eine Stabilität hat oder ob vielleicht eine leichte Justierung etwas besser ist. Und das ist auch ein spannender Aspekt dabei. Also der lebt ja in gewisser Weise auch. Ja. Also für all die, die jetzt erwartet haben, dass wir hier Strategien zeigen, indem wir sagen, so, und jetzt in dem Moment ziehen wir jetzt den Stopp um 2 Punkte nach auf Break-Even, das wird heute nicht sein, sondern wir werden einfach die Strategien, die wir haben, quasi theoretisch beleuchten und dann werde ich natürlich ins Detail gehen, aber das wird dann quasi der zweite Teil sein. Wenn du den ersten theoretischen Teil gemacht hast. Ich hatte noch zur Einleitung hatte ich noch 2 Folien gemacht und weil ich dann auch noch mal überlegt habe, wie sehr vertrauen wir eigentlich Wissenschaft und Forschung? Und das ist jetzt aus dem Wissenschaftsbarometer 2021. Und diese simple Frage ist 1000 Befragten gestellt worden. Das ist ein Querschnitt durch die Bevölkerung. Und da haben tatsächlich, ich weiß nicht, ob man es richtig lesen kann, für mich erstaunlich hohe Zahl, 61% der Befragten gesagt, dass sie der Wissenschaft voll vertrauen, voll und ganz, oder eher sogar noch mehr, oder vertraue eher vertrauen als nicht. Das fand ich einen hohen Prozentsatz, gerade jetzt auch nach der Pandemie, muss ich sagen, wo ja auch viele unterschiedliche, gerade wissenschaftliche Aussagen getroffen worden sind und man als Privatperson auch, ja, wem will ich denn jetzt glauben? Irgendwie kommen alle Wissenschaftler und meinen, sie wüssten es. Aber ich fand das sehr interessant. Es wurde leider auch nicht gesagt, oder es ging auch nicht ins Detail, welche Wissenschaft hier jetzt genau gefragt worden ist, sondern es war sehr pauschal. Also das kann alles Mögliche gewesen sein. Ich weiß auch nicht, ob hier Finanzwissenschaften oder Volkswirtschaftslehre drin ist, aber es wäre schön, wenn in diesen 61% da auch an die Wissenschaft im Rahmen der Finanzwelt geglaubt werden würde, weil es gibt einfach gute Gründe. Und das ist das, was wir heute machen. Es gibt saisonale Effekte. Da habe ich nochmal gesagt, top oder flop. Und es gibt auch hier wieder eine Studie, die ist noch nicht so alt, aus 2019. Und da hat man wirklich verschiedene Handelsansätze auf Datenbasis, die über 200 Jahre geht, gegenübergestellt und hat da auch festgestellt, dass die Saisonalität also überproportional erfolgreich ist und das wirklich über Multi-Asset-Strategien, Aktien, Rohstoffe, Währungen, Anleihen. Also es waren 4 verschiedene Asset-Klassen. Ich glaube, es waren rund 80 Instrumente, die untersucht worden sind. Und das Ergebnis fand ich sehr gut, aber andererseits auch wieder sehr verwunderlich, weil wenn man dann wiederum nach offiziellen Informationen sucht, wo jetzt das in Produkten angewendet wird, wird man weniger fündig. Und das nur vorweg, das ist genau das, was Investui macht. Diese 4 Strategien sind saisonale Effekte, die sind in einem Portfolio beinhaltet. Wir machen das über ein verwaltetes Konto. Und genau da steigen wir heute ein. Sie werden sehen heute Abend auch, dass wir kein Investment anbieten, das immer gewinnt, was immer nur eine Gerade zeigt. Aber am Ende, und das verspreche ich Ihnen, werden Sie wissen, warum wir genau die 4 machen und warum wir genau auf diese 4 Strategien setzen. Und 2 davon, Raimund, die wirst du jetzt im Detail angehen. Das ist der Monatsendeffekt und das ist der Turnaround Tuesday. Ist das richtig? Das ist richtig und die gucken wir uns mal an. Die sind in der Literatur. Der eine ist genauso beschrieben, der andere wird ein bisschen anders dargestellt. Der wird nicht Turnaround Tuesday genannt, den nennen die oft Weekend-Effekt, Ah, okay. was aber letztlich das Gleiche ist. Also wir nennen den halt Turnaround Tuesday, weil wir auf die Trendwende am Dienstag warten, hoffen und das auch belegen können. Die sagen im Prinzip, naja, am Wochenende braut sich manchmal was zusammen und der Montag ist oft eben ein sehr schlechter Tag. Also die argumentieren da und sagen das ein bisschen anders, aber es kommt aufs Gleiche letztlich raus. Ich glaube, dass die finanzwissenschaftlichen Fakten, was die Wissenschaft betrifft, gerne so ein bisschen vernachlässigt werden, weil einfach viele auch unterwegs sind, die mit ihrem Geld gern spielen. Und diesen spielerischen Aspekt, den verliert es da natürlich. Wenn du jetzt krank bist und in die Apotheke gehst und sagst, ich vertraue der Wissenschaft her mit der Aspirin,
ohne übermäßig Schleichwerbung machen zu wollen, dann ist das eine ganz andere Geschichte als hier. Da wird ja so ein Stück weit auch, ich sag mal, das Bunte vom Trading genommen, weil es an sich natürlich langweilig ist, zu einem Zeitpunkt A in den Markt zu gehen, zu einem Zeitpunkt B aus dem Markt zu gehen, um dann tatsächlich davon zu profitieren. Oh, da müssen wir auf die erste Folie gehen. So, ich hoffe, das sieht man jetzt. Sehr gut sogar. Das sieht man sehr gut, alles klar. Ja, da passt die Schnecke sogar heute. Die Schnecke, die ich ja immer, also ich habe jedes Jahr ein Jahresbild, was man in jeder Präsentation, ob in Präsenz oder hier im Internet, sieht. Das ist in diesem Fall die Wellhornschnecke, eins meiner Lieblingstiere. Auch sie erinnert so ein bisschen an Rhythmik, an Fibonacci-Zahlen, Fibonacci-Verhältnisse. Und letztlich hat das natürlich auch mit bestimmten, ich sag mal, sich wiederholenden Bewegungen zu tun. Ich habe sie hier bewusst in Szene gesetzt und am Strand platziert. Dort lag sie nicht so, sondern sie wohnt natürlich bei mir zu Hause. Ja, Iris hat schon vieles gesagt. Ich gebe diese Seite einfach mal weg. Man kann sie ja dann auch in der Aufzeichnung sehen und gehe mal gleich zu unserem heutigen Thema. Also diese Strategien, und ich habe es am Samstag auf dem Börsentag gesagt, wir haben immer das Ziel, den Markt zu schlagen. Da sage ich, das ist im Moment relativ einfach, wenn wir den Markt als den DAX betrachten oder vielleicht auch den S&P 500, dann haben wir seit Jahresbeginn, ich sag mal, naja, erhebliche Verluste, die so, sagen wir, kommt jetzt immer auf den Tag an, wo wir gerade sind, so sagen wir mal -20%. Für beide, beiden Kryptos haben wir teilweise -50% und auch das Gold dümpelt mal gerade so um plus minus null oder mittlerweile auch ein paar Minusprozente. Das heißt, wir können den Markt natürlich relativ einfach im Moment schlagen, behaupte ich mal. Und Investui ist dazu auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Was schauen wir uns an? Wissenschaft schafft Wissen. Und das im Zusammenhang mit dem Thema, ich halte mich an meine Strategie und dann frage ich, naja, welche bei vielen, schauen wir mal hin und wir schauen uns den Monatsendeffekt an, End of Month, beziehungsweise die Trendwende am Dienstag, nennen wir Turnaround Tuesday, in der Literatur teilweise als Weekend-Effekt beschrieben. Ich frage immer mal wieder natürlich meine Teilnehmer in Veranstaltungen, wie sieht's aus? Habt ihr eine Strategie? Ich stelle auch viele andere Fragen, aber bei dieser Strategiefrage habe ich hier tatsächlich auch 78 meiner Klienten befragt. Es war noch nicht mal eine Präsenzveranstaltung, sondern Menschen, die sich an mich gewandt haben, um mit mir zusammenzuarbeiten. Und wenn ich dann gefragt habe, wie sieht's aus mit einer Strategie, kamen da die folgenden Antworten in Prozent. War nur eine Antwortmöglichkeit jeweils zugelassen. Und wir sehen, dass, naja, 45% sagen, ich habe überhaupt keine Strategie. Dieses Ich habe überhaupt keine Strategie führt natürlich möglicherweise zu viel Spaß, den man in den Märkten haben kann, führt vielleicht auch dazu, dass man einiges an Geld verbrennt. In jedem Fall oder in den seltensten Fällen haben wir da die Möglichkeit, dass am Ende langfristig positive Ergebnisse stehen. Aber diejenigen, die eine Strategie halten, halten sich oft auch selten, meistens und gerade mal 15% halten sich immer an ihre Strategie. Und da war es unabhängig davon, ob sie eine Strategie übernommen haben oder eine eigene entwickelt haben, auch in eigens entwickelte Strategien greifen viele, viele ein. Das weiß ich durch viele, viele Gespräche, auch mit Brokern, aber auch mit Leuten, die hinter solche, ich sag mal, gekauften Strategien blicken können. Und da weiß man auch, dass es die wenigsten aushalten, das Ganze letztlich zu einem guten Ergebnis zu führen und vor allem immer wieder auf die gleiche Weise, also nach Regeln, das Ganze durchzuführen. Das hat vermutlich verschiedene Gründe und einer liegt darin, der hat mit dem Thema Vertrauen zu tun. Und wie baue ich Vertrauen in etwas auf? Vielleicht, wenn ich mich mal den Fakten widme und da bin ich schon mal auf jeden Fall einen Schritt weiter. Denn ich suche nicht dieses eine rote Ei, also diese einmalige Gelegenheit, vielleicht einen Lucky Punch zu landen oder einen sehr, sehr guten Trade zu machen, sondern ich suche etwas, wo sich das Ganze wiederholt. Und da ist für mich immer die Frage und die stelle ich in den letzten Wochen und Monaten immer häufiger, bist du wirklich jemand, der ökonomisch handelt, denkt, also zunächst mal denkt, dann im weiteren Sinne auch handelt? Und was tust du dafür, um dein Geld
einerseits zu bewahren, also zu schützen, um den Kapitalstock zu haben und dann auf der anderen Seite es aber auch zu vermehren. Und da haben wir natürlich prinzipiell zwei Möglichkeiten. Das eine wäre die Geldanlage, das andere wäre Trading. Und für mich, und ich empfinde Investui so, ist das so eine interessante Mischung auch der Herangehensweise, diese vier Strategien eben zu bestimmten Zeitpunkten dann auch zu handeln oder handeln zu lassen, was die viel charmantere und wahrscheinlich bessere Variante ist, weil da unser Kopf keine Rolle spielt. Wir denken nicht zu viel, wir haben nicht übermäßige Gefühle, sondern wir können das Ganze ein Stück weit in vertrauensvolle Hände legen. Denn diese Effekte, die sich bestenfalls wiederholen, also nicht nur ein rotes Ei, sondern hier auch ein paar weiße, die angekreuzt sind, also in einer Reihe immer wieder, führen einfach dazu, dass ich mit geringerem Risiko unterwegs bin, wenn ich diese Kalender- oder Markteffekte handle. Warum? Weil ich einfach nicht die ganze Zeit im Markt bin, sondern eben nur über Stunden bis zu Tagen. Ich habe in der Regel geringere Kontoschwankungen dadurch. Ich mache nicht diese ganzen Bewegungen der Märkte mit. Das sehen wir nachher auch noch. Und das Interessante, und das ist vor allem wichtig, sie treten regelmäßig auf. Sie sind statistisch signifikant. Das ist an der Stelle halt dann Wissenschaft. Und sie sind seit Jahrzehnten untersucht. Das ist nicht etwas, was wir uns in den letzten Wochen oder Monaten ausgedacht haben, sondern das ist etwas, und diese Literatur, das werden wir gleich auch sehen, ist sehr viel älter und sie ist überzeugend. Und letztlich, und das finde ich wichtig, die wenigen Entscheidungsprozesse, die wir haben, denn einfach machen wir Investui oder machen wir es nicht, handeln wir Markteffekte oder nicht, das sind schon die entscheidenden Entscheidungsprozesse. Neben dem gehe ich es mit einem geringen, moderaten oder vielleicht auch etwas aggressiveren Ansatz an, was ich durch die Positionsgröße entscheide, ist es aber so, dass ich nicht dieses Ständige, was ich als Trader habe, dass ich mir überlegen muss, gehe ich hier long oder short, schaue ich zu, welche Positionsgröße nehme ich. All das, was wirklich Kraft kostet, was uns auch teilweise Nerven kostet. Und wenn man da mal unseren Cortisolspiegel messen würde, wenn der Markt morgens oder die Nachmittagsmärkte eröffnen, was dann in uns abgeht und wir nicht eine klare Strategie haben, sondern uns erst dann entscheiden, beispielsweise nach der ersten 15-Minuten-Kerze, wie wir im Markt unterwegs sein wollen, dann kostet das Zeit, Nerven und bei den meisten eben auch Geld. Warum wir uns an Fakten halten sollten, das aber nicht tun, das haben Pfeffer und Sutton eigentlich ganz gut beschrieben. Sie sagen, Menschen führen sich, übrigens im Harvard Business Manager, haben sie gesagt, Menschen führen sich gern selbst in die Irre. Sie ignorieren einfach fortlaufend Erkenntnisse und Ansichten, die mit ihren Überzeugungen nichts zu tun haben. Und Statistik spricht da eine klare Sprache. Da gibt es kein A, es könnte sein, also die ganzen Konjunktive fallen weg. Da kann ich ganz klar messen, jeder von uns, jeder, der heute zuhört, kann ganz klar sagen, wow, das ist überzeugend oder eben auch weniger überzeugend. Und unsere eigene Sicht, die oft durch einen Vorhang oder durch eine gewisse Verblendung, weil wir es nicht sehen wollen, weil wir was anderes erfahren haben, was auch immer, dass diese Fälschung oder dieses nicht klare Hinsehen, das verlieren wir dadurch, indem wir uns den Fakten zuwenden. Wir müssen allerdings eine Geschichte letztlich oder einer Geschichte widerstehen, eben der Tatsache, dass wir Menschen gerne Geschichten hören. Wir erzählen uns gern was, wir erzählen uns gern blumig, emotional. Wir schmücken gerne aus und manchmal, damit es spannend bleibt, erzählen wir auch nicht immer die Wahrheit. Aber diese Gedanken, die wir dabei haben, die Hirngespinste, die vielleicht auch dabei entstehen, die Glücksgefühle, was auch immer, all das trägt dazu bei, dass wir die quantitativen Daten, also die reinen Fakten, ein Stück weit zur Seite schieben, sondern eher auf die schöne Geschichte hören. Und hierbei, und das machen wir heute, schauen wir eher auf die Fakten. Und ich zeige euch hier mal nur kurz im Überblick, das ist die Seite, wo ihr sehen könnt, auf welche Literatur ich zurückgreife. Einfach mal dort ein paar Charts rauspicke, um euch Dinge zu zeigen. Und diese Seite ist einfach dafür da, dass ihr seht, zum Monatsende-Effekt wurde schon sehr, sehr viel geforscht. Und ob es Cacciano, ich kann den Herrn Chabarov, wird er wahrscheinlich gesprochen, der Herr Hall und seine Kollegen, der Herr Lakunischok, der Herr Swinkels und der Herr Su,
Das sind Menschen, die sich diesen Themen gewidmet haben. Und ihr seht in Klammern einfach die Jahreszahlen, in denen das publiziert wurde. Eine frühe Arbeit, die ist hier die vierte, die von Lacuni-Schock. Und da ist immer die Frage, was ist so die Grundlage oder der da als erstes mal dahin geguckt hat und solche Daten ausgewertet hat. Da können wir uns wahrscheinlich so ein bisschen in diese Richtung bewegen. Aber alle anderen haben auch was draufgesetzt, haben geguckt, stimmt das so noch? Ist die Datenlage noch immer so? Und ihr seht hier rot hinterlegt. Davor stehen die Titel und hier seht ihr auch die Original, wo ihr die Literatur finden könnt, wenn ihr diesen Link, diese Kombination da eingebt, beziehungsweise es auch, wenn es möglich ist, es auch zu klicken, könnt ihr es natürlich auch klicken, wenn ihr die Präsentation habt. Und dann seht ihr in Rot nochmal, vor allem welche Märkte untersucht wurden. Und ihr seht hier sehr oft den S&P 500, den wir eben auch als Monatsende-Effekt hier bei Investui handeln. Etwas weniger Literatur habe ich hier mitgebracht für die Trendwende am Dienstag, den Turnaround Tuesday. Ich nehme oft einfach dieses Trendwende am Dienstag, weil uns die deutschen Worte dann doch oft auch näher sind. Und auch da in der Literatur von Cacciano und auch von Lacuni-Schock, die beiden Literaturstellen von der Vorseite, auch dort sind eben diese Aspekte beschrieben. Und ihr seht in den Titeln auch immer schon Calendar Anomalies oder Seasonal Anomalies. Letztlich, wenn ihr diese Begriffe auch ins Internet eingebt oder auf den Seiten, wo ihr solche Literatur findet, werdet ihr interessante Aspekte finden, die euch ein Stück weit mehr in diese Materie einführen und euch dann letztlich auch da, sagen wir mal, ein Gefühl für geben und letztlich auch, dass ihr dann Vertrauen habt in das, was dort beschrieben ist, denn es werden oft sehr lange Zeiträume untersucht. In der Geschichte in der Publikation von Zwinkels, da habe ich unter anderem dieses euch mitgebracht, dass ihr mal seht, wie lange man pro Trade quasi in einem Markt ist. Und ihr seht hier ein ganzes Jahr dargestellt von Januar bis Dezember und den Effekt, den viele kennen, im Übrigen auch ein Markteffekt, ist der sogenannte Halloween-Effekt, den man grob beschreiben könnte, ihr seid ein halbes Jahr im Markt und ein halbes Jahr nicht. Das Lukrative von, sagen wir, Halloween bis, kommt jetzt darauf an, welche Literatur man zitiert, Mai oder aber auch Juli. Wenn man Thomas Hupp zum Beispiel zur Rate zieht, dann weiß man, so ungefähr ein halbes Jahr im Markt auf der Winter- und Frühlingsseite ist lukrativer, als über den Sommer und den Herbst im Markt zu sein. So könnte man das zusammenfassen. Man weiß beispielsweise auch, dass es Januar-Effekte gibt, die immer flacher werden, die sich wahrscheinlich auch nicht mehr lohnen, wirklich zu handeln. Da ist man dann halt ein paar Wochen im Markt. Und dann sehen wir schon den Effekt, den Turn-of-the-Month-Effekt, also den Monatsende-Effekt. Man ist eben 12-mal im Jahr zum Monatsende und Monatsanfang investiert hier bei Investui in den S&P 500 und dann seht ihr hier auch zigfach den sogenannten Weekend-Effekt, den Turnaround Tuesday, der nicht immer gehandelt wird, sondern nur eben, wenn noch weitere bestimmte Kriterien erfüllt sind. Und manchmal, deswegen vermute ich, fehlt hier in dieser Grafik auch was, fällt der aufgrund von Feiertagen beispielsweise aus, die da sein könnten in dieser Abbildung, eben Ostermontag oder eben auch Pfingstmontag als Beispiel. Und es gibt aber auch Effekte und da ermutige ich euch alle, wer sagt, ach Mensch, ich will mich lieber selber um sowas kümmern, der kann immer wieder in die Märkte gucken, ob er Wiederholungen oder sie Wiederholungen findet, die man spannend vielleicht handeln kann. Interessant beispielsweise, soll heute nicht das wesentliche Thema sein, aber auch vor den Ferien gibt es sogenannte Holiday-Effekte, wo man weiß, dass statistisch gesehen beispielsweise 3 Tage vor Ferienbeginn die Märkte einem ganz ordentlich Rendite schenken. Wir schauen also hier auf den Turn of the Month und den sogenannten Weekend beziehungsweise den Turnaround Tuesday-Effekt. Cacciano und Pardo, einfach nur für euch, ich habe Screenshots gemacht, sagen hier an dieser Stelle, dass neuere Studien, bin ich da verloren gegangen. So, jetzt nochmal. Ich muss das etwas kleiner machen, damit ich selber lesen kann. New Studies and Approaches, Assets
The Continuation of Some Anomalies in the Stock Indexes. Das heißt, sie haben 2011 eine Publikation rausgegeben, wo sie im Prinzip prüfen, ob das Ganze in gewisser Weise noch funktioniert. Und ihr seht hier auch schon auf den ersten Blick, es geht hier teilweise um S&P 500, den DAX, den Nikkei, all das im Zeitraum von 1991 bis 2008. Und sie sagen, von den Anomalien, beziehungsweise den, ich nenne es lieber Markteffekte, von den Markteffekten, die es gibt, da haben sie sich angeguckt, 188 mögliche Anomalien. Und ich zeige euch die hier mal in dieser Übersicht, beziehungsweise 188 Möglichkeiten, die zu handeln. Day of the Week, da gibt es letztlich natürlich fünf verschiedene Tage, jetzt nur einfach als Beispiel, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, die man sich angucken könnte. Dann gibt es Month of a Year, gibt es natürlich 12 von Januar bis Dezember. Man kann also gucken, ist ein Januar lukrativ, ist ein Februar statistisch lukrativ, ein März oder bis Dezember. Man kann gucken, welcher Wochentag ist lukrativ. Man kann aber genauso, gehen wir mal in Spalte 4, den Turn of the Month machen. Wir können die Holiday-Effekte machen, den halben Monat. Wir können alles Mögliche untersuchen und die haben in ihrer Publikation eben diese vielen Möglichkeiten untersucht und geguckt, sind da noch Effekte oder eben eher nicht. Ihr seht also hier auch in der linken Spalte den Namen des Effekts, dann wie oft der Effekt auftritt und dann hier in deren Terminologie in der letzten Spalte. Aber auch die, ich sag mal, populärwissenschaftliche Literatur wie Börse Online im Jahr 2019 hat Folgendes publiziert und hat gezeigt, die haben das Ganze genannt, 4 gewinnt und die haben das beispielsweise nur den Monatsanfangseffekt genannt. Da geht es hier nicht um Monatsende und Monatsanfang, sondern hier wurde einfach nur dargestellt, die ersten 4 Handelstage sind meist die stärksten eines Monats und daraus lässt sich eine einfache Strategie ableiten. Die Anleger beispielsweise mit ETFs, Zertifikaten, aber eben auch CFDs, natürlich auch Futures abbilden könnten und das haben sie rückgerechnet von 2018 bis ins Jahr 1928 und da erscheint diese stabile und beeindruckende Kurve, die ihr da oben seht. Und wenn man das, kein Mensch wird so alt, aber wenn man das gemacht hätte, seht ihr hier in diesem Backtest, dass aus 100.000 Dollar 3,5 Millionen geworden wären. Und ihr seht, dass diese Kurve eigentlich auch ganz spannend und stabil ist. Einfach mal ganz simpel hier ein Bereich angesehen und dann mit dem Ergebnis. Und das ist natürlich schon spannend, wie die das gemacht haben. Ihr seht hier die Rückrechnung und ihr seht eben auch, was aus dem Kapitaleinsatz geworden wäre. Natürlich nimmt man dann richtig fette Einlagen, damit die Zahl dann auch spannend klingt. Aber ihr seht auch anhand der Kurve, zu was das letztlich geführt hätte. Sabadov hat 2011 sich Folgendes mal angeguckt. Da hat er den Turn-of-the-Month-Effekt, also den Monatsende-Effekt, etwas anders definiert, als wir das heute tun. Und er hat gesagt, the 5 days minus 1, minus 1 bedeutet der letzte Handelstag des Vormonats plus, wie wir eben gesehen haben, in dieser Börse-Online-Publikation, die ersten 4 Handelstage des neuen Monats, nennt er Turn-of-the-Month, hier schlicht Tom genannt. Interessant ist, dass jede Publikation irgendwie andere Abkürzungen hat. Insofern lasst euch da nicht irritieren. Es steht in der Regel drüber, worum es geht, Turn of the Month. Und hier eben so aufgefasst, dass der Minus-1-Tag und die ersten 4 Tage dazu beigetragen haben. Und so war der dort definiert. Und wir schauen uns das mal an. Der Chabarov und der Ziemba, die haben das dann folgendermaßen dann auch durch Grafiken belegt. Und ihr seht hier in der Mitte, wo dieser erste große Balken kommt, in diesem Balkendiagramm, das ist der Minus-1-Tag. Das ist der letzte Tag im Vormonat. Und ihr seht dann, dass auch noch relativ hohe Renditen in den ersten Tagen des neuen Monats zu erzielen sind. Und ihr seht hier auch eingezeichnet Mean, also der Durchschnitt, das ist hier durch diese Linie symbolisiert. Und die Grafiken unterscheiden sich letztlich erstmal dadurch, dass es auf der einen Seite equally weighted, also ich sag mal gleichgewichtet dargestellt ist und auf der anderen Seite wertgewichtet, also wertbasiert. Und immerhin, ich habe hier die Pfeile mal gemacht, ab wann es sich denn lohnen würde. Das ist natürlich an beiden Stellen das Gleiche. Und ihr seht hier in dieser Abbildung 21, dass dieser Effekt
letztlich da auftritt. Und das Spannende ist, er ist von 1963 bis 1981 untersucht worden. Wir haben hier Hall, eine Publikation von Hall, die ist auch ganz spannend. Da seht ihr dargestellt die 200-Tage-Linie der SMA. Dann seht ihr das sogenannte FOMC. Es soll uns nicht übermäßig interessieren, aber ich verrate euch, worum es geht, und ich muss es ablesen, weil es etwas komplexer ist. Es hat damit zu tun, dass es letztlich um Dinge geht, die mit der FED zu tun haben. Und ich lese euch einfach mal die Übersetzung vor. Für die FOMC-Strategie führen wir per se keine Optimierung durch. Unsere vorherige Analyse hat ergeben, dass an Ankündigungstagen durch eine erhebliche Vorankündigungsprämie besteht. Wir nutzen diesen Markteffekt, indem wir das Marktportfolio am Ende des Tages vor der Ankündigung kaufen. Also wir gehen long, bevor wir wissen, dass die FED eine Sitzung abhält und die Position am Ende des Tages der Ankündigung schließen. Also mit einem rein, ich sag mal, Kalender und ich sag mal, einem Effekt, der aufgrund einer Sitzung basiert, wurde das Ganze durchgeführt. Dann haben wir hier natürlich noch den SIM. Da geht es hier darum, das ist hier der Halloween-Effekt, SIM, Sell in May. Seht ihr mit zwei, einmal hellblau und einmal violett abgebildet, einmal nur eine Auswahl von Märkten und einmal das Ganze eben auch annualisiert gesehen. Dann seht ihr noch den Turn of the Month, das klassische Buy and Hold. Und dann haben wir noch das SDS, das erspare ich euch jetzt. Seht einfach, dass hier unterschiedliche Dinge abgebildet sind und vor allem eben spannend für uns das stabile Violette der Turn of the Month Effekt und vielleicht auch, wenn es von Interesse ist, der Sell in May, aber der spielt ja heute keine Rolle. Also ihr seht auch hier eine stabile Abbildung von aus den 80ern beziehungsweise so knapp davor bis in die 2010er Jahre. Warum sind diese Sachen spannend? Weil man mit Markteffekten, auch aufgrund dessen, dass man nicht ständig im Markt ist, eine sehr ge viel geringere Volatilität hat, als wenn man das klassische Buy and Hold anwendet. Und wir haben hier in der Publikation von Hall, habe ich euch die Spitzen mal markiert, und ihr könnt diesen Spitzen jeweils natürlich dramatische Situationen zuordnen, ob es jetzt die Lehman-Krise war oder eben auch andere Dinge, die hier ihren Einfluss hatten. Und ihr seht anhand der roten Kurve, die im Prinzip hier die amerikanischen Märkte abbildet aus den Jahren 1976 bis 2017, dass das klassische Buy and Hold eben auch starker Volatilität, starken Drawdowns unterworfen war, teilweise über 40%, wie ihr hier diese Abbildung hier bei 2010 sogar 50% entnehmen könnt. Und das ist hier Model genannt, das ist vergleichbar mit dem, was wir tun. In diesem Model stecken vier Strategien. Da ist auch der Diversifizierungsaspekt der Markteffekte berücksichtigt. Sehen wir eine, ich sag mal, vorsichtig zackige Kurve, die im Prinzip in der Drawdowns gibt es immer, aber die nie, wenn ich es genau sehe, die 10% nachhaltig überschritten hat. Und das ist etwas, wovon wir natürlich profitieren können. Wir haben hier einen enormen Unterschied zwischen, ich bin immer im Markt und ich gehe jede Bewegung mit, oder aber ich vertraue darauf, auf das Modell mit hier auch vier Markteffekten und habe es schon mit einem sehr viel geringeren Volatilität, mit einem geringeren Drawdown zu tun. Auch in der Publikation von Hall seht ihr hier das klassische Buy and Hold nochmal besonders gezeigt, dass bis zu einem gewissen Zeitpunkt eigentlich Buy and Hold vor allem in steigenden Märkten vielleicht mit der hier angewandten Strategie, ist auch so eine Mix-Strategie, durchaus mithalten kann. Aber dann kommt immer wieder das, was wir auch jetzt erleben, diese eine Situation, die dramatisch ist, ob es ein Kriegsereignis ist, ob es ein Tsunami ist, ob es also eine Naturkatastrophe, ob es etwas ganz anderes ist. Diese Katastrophen führen dazu, dass sich hier die Spreu vom Weizen trennt. Denn das klassische Buy and Hold macht hier einen Abbieger, und davon muss sich der Markt erstmal erholen. Wohingegen eine Strategie, mehrere zusammengefasste Strategie, ihren Weg normalerweise auch in Krisenzeiten
in gewisser Weise fortsetzen. Und ihr seht auch, dass seit beispielsweise 2008, 2009 hier in der Publikation von Heil ganz klar zu sehen, diese Differenz überhaupt nicht mehr aufzuholen ist. Das heißt, die Märkte laufen nach der Krise im weiteren Sinne parallel weiter. Auch das ist Wissenschaft. Aber das ist das, was uns an der Stelle verloren gegangen ist, wenn wir auf das klassische Buy and Hold setzen. McConnell und Su haben 2006 sich mit Folgendem auseinandergesetzt. Sie haben gesagt, dass the turn of the month Effekt in den USA, haben sie letztlich identifiziert, wie auch andere schon, Ariel hier an der Stelle, der den CRSP, dabei handelt es sich um die kompletten amerikanischen Märkte im weiteren Sinn, über eine Periode von 1963 bis 82 untersucht haben, und Lacuny Shock hat das gemacht, aber man hat dann eben auch später nochmal nachgeguckt, beziehungsweise auch nochmal die Bereiche davor angesehen. Und das will ich euch im weiteren Sinne mal zeigen. McConnell hat diese Strategie oder beziehungsweise hier, und da müssen wir gucken, wo sind wir da? Im Jahr 1926 beginnen wir für diese Durchschnittsdaten bis 1986. Das heißt, wir haben hier 60 Jahre gemittelt dargestellt für die letzten 10 Handelstage eines Monats, also sprich ungefähr Mitte des Monats bis Ende. Und in der Mitte der Grafik beginnen dann die Monate, die Tage für den neuen Monat, also plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Was sehen wir? In den Jahren von 1926 bis 1986 war es lukrativ, die Tage minus 2, minus 1, 1, 2, 3 und auch 4 im Markt zu sein. Ihr seht auf der Y-Achse aufgetragen die Daily Returns, also die Rendite hier prozentual aufgetragen, was erwirtschaftet werden konnte. Durchschnittlich eben enthält jeder dieser Balken 60 Jahre für den entsprechenden Tag. Und ihr seht auch hier wieder dieses Wert und Equal Weighted Market Returns. Für uns wäre klarer gewesen, wenn wir uns auf eins geeinigt hätten, aber ich habe euch bewusst hier die Originalliteratur mitgebracht. Also nochmal, 1926 bis 1986 ist hier gemittelt. Da seht ihr, dass der Minus-4-Tag jetzt kein so ein Dollar war, und auch der Minus-3-Tag ist jetzt nicht einer, an den man hätte unbedingt im Markt sein wollen, weil das doch eher Rendite schmälernd oder sagen wir mal so Plus-Minus-Null aufgeht. Gucken wir in die Jahre ab 1986, also beginnend 87 bis 2005. Und da sehen wir eine ganz andere Situation. Der Minus-4-Tag ist hier positiv, der Minus-3-Tag im Übrigen auch positiv. Und da seht ihr, wenn wir uns einem Markteffekt widmen, lohnt es sich auch zu schauen, inwieweit ist der noch präsent, hat sich was verändert und was ist unsere Grundlage für den Markteffekt, wie wir ihn handeln. Jetzt muss ich dazu sagen, dass wir ihn natürlich nicht alle 2 Tage anpassen, sondern das guckt man natürlich über größere Zeiträume. Aber ihr seht auch, dass hier in dieser Publikation ganz klar gezeigt wurde, dass sich auch was verändert hat in den Märkten, dass offensichtlich ums Monatsende die 4 Tage und den Monatsanfang es sich lohnt, eben an, was weiß ich, circa ungefähr 8 Handelstagen investiert zu sein und man eben diese Tage dann auch noch dazu nehmen kann. Und hier haben wir das Ganze nochmal dargestellt für die Jahre 1926 bis 2005. Jeweils immer das Gleiche, immer die amerikanischen Märkte. Wie haben sie sich entwickelt an den entsprechenden Tagen? Und da seht ihr auch da, wenn man jetzt diesen Zeitraum, den gesamten Zeitraum hier nimmt, sind die Tage, minus 3 ist auf jeden Fall positiv, minus 4 kann man nicht so ganz sagen. Und letztlich seht ihr aber auch so etwas wie eine Gauss-Verteilung. Ihr könnt, wenn ihr das nur lang genug macht, davon ausgehen, dass ihr mit dem Monatsende-Effekt tatsächlich Geld verdient. Das belegen diese Studien auch über diese Zeiträume. Das sind gigantische Zeiträume mit großem Zahlenwerk. Und ihr, wie gesagt, ihr könnt es nachlesen. Sehr, sehr spannend an dieser Stelle. Und für mich spannend, welchen Zeitraum nimmt man dann? Und da ist natürlich die aktuelle Statistik, wie verhalten sich die Märkte in den letzten Monaten und Jahren, natürlich von besonderer Bedeutung. Wir haben hier die Publikation von Swinkels, der hier zusammenfasst: We studied the interaction of the 5 most well established calendar effects. Und die most established, also die meist akzeptierten, die meist, ich sage mal, die werthaltigsten auch, das sind the Halloween-Effekt,
Erstens, den wir alle kennen, der January-Effekt, der Turn-of-the-Month-Effekt, der Weekend-Effekt, den wir ja Turnaround-Tuesday nennen, und den der Holiday-Effekt. Das sind die, die ihr eben am Anfang auch gesehen habt, wie lange man dann im Markt ist. Das war diese Abbildung mit diesen grauen Kästchen. Our Results, also die Ergebnisse von Swinkels und Van Fleet, zeigen an, dass der Halloween-Effekt und der Turn-of-the-Month-Effekt die most important effects sind, weil die nämlich immer noch as they are the only effects that hold out well on days when they occur in isolation. Das heißt, wenn ich sie auch einzeln handeln wollte, dann sind mir der Halloween-Effekt, der ohnehin ein sehr langfristiger Effekt ist, aber auch der Turn-of-the-Month-Effekt, sind die Effekte, auf die im Wesentlichen, ich sag mal, Verlass ist, mit denen man auch in gewisser Weise sogar vielleicht auch alleine zurecht käme, wenn man das Ganze über große Zeiträume sieht. Der sogenannte Weekend-Effekt, das heißt der Turn-Around-Tuesday-Effekt, has been observed in many studies. Und da könnt ihr, wenn ihr eben die Publikation von Hall habt, auch weiterlesen und schauen, inwieweit der an verschiedenen Stellen eben auch beschrieben war. Lakonischok in seiner frühen Arbeit 1988 zeigt da Folgendes, ich muss hier leider mit dem Fenster nochmal wandern, zeigt hier Folgendes, er zeigt hier in dieser Tabelle, und nur das interessiert uns, wie ist der durchschnittliche Verlauf eines Montags, was Rendite betrifft, eines Dienstags und eines Mittwochs. Und wir lesen hier oben, one of the most puzzling empirical findings is that the mean, muss ich leider wieder runterwandern, that the mean stock rates of return vary according to the day of the week. Das heißt, wir haben, wenn wir einzelne Tage einer Woche untersuchen, durchaus Unterschiede, die wir auch merklich feststellen können, was die Rendite betrifft. Und wir lesen weiter, rates of return on Monday tend to be significantly negative. Das heißt, montags werden die Märkte dann oft doch deutlich in Mitleidenschaft gezogen, werden runtergezogen. And rates of return on the last trading day of the week tend to be high. Damit ist an der Stelle zwar der Freitag gemeint, aber wir nutzen diesen Effekt ja so, dass wir dieses Montagstief quasi oder dass der Markt montags stark nachlässt. Das nutzen wir so, dass wir auf die Erholung am Dienstag hoffen und dann mittwochs verkaufen. Und das seht ihr hier auch in der oberen Zeile dieser Publikation bestätigt. Montags und hier doppelt mit einem Sternchen bedeutet signifikant. Signifikant messbar, dass der Montag ein, ich sag mal, vergleichsweise übler Tag ist. Der Dienstag recht neutral und am Mittwoch auch mit einer Signifikanz letztlich wir von einer positiven Rendite ausgehen können. Und wie wir hier sehen, kann man diesen Effekt auf verschiedene Weise nutzen. Und ich finde es pfiffiger, ihn von Montag bis Mittwoch zu nutzen, als ihn von Freitag übers Wochenende zu nutzen. Das Wochenende ist immer so eine Sache, selbst wenn wir montags häufiger mit fallenden Kursen rechnen können, würde ich mir das da tatsächlich überlegen. So, wir haben hier diese Zeile, ich habe die nochmal unterlegt, und was ich hier auch nochmal wirklich klar sagen möchte, wir haben hier wirklich fette 90 Jahre drin. Dieser Effekt, der Turnaround Tuesday, wurde hier für die Jahre 1897 bis 1986, und das ist eben oftmals für den amerikanischen Markt eben untersucht. Wir sehen hier nochmal in der Publikation von Swinkels und Van Fleet die einzelnen Effekte dargestellt, den S&P 500 hier in braun, den Halloween-Effekt in hellblau, den Januar-Effekt, der hier und für uns auch keine Rolle spielt, dann den Turn-of-the-Month-Effekt in gelb, den Weekend-Effekt und also hier unseren Turn-Around-Tuesday und dann den Holiday-Effekt. Und schauen wir mal nur auf die Wesentlichen. Den Turn-of-the-Month-Effekt, er läuft über allen im Wesentlichen. Am Anfang natürlich noch nicht so ganz, aber irgendwann kristallisiert sich heraus, womit man Geld verdienen kann. Der Turn-of-the-Month-Effekt ist hier der, der ganz oben dabei ist. Wir haben hier auch den Weekend-Effekt, der ist nicht ganz so stark ausgeprägt. Der verläuft deutlich flacher, aber
Er ist auch klar da und er unterscheidet sich vor allem, und darum geht es mir, von dem, wenn ich dem klassischen S&P 500 einfach in Buy and Hold gefolgt wäre, dann hätte ich hier auch an diesen Stellen die Drawdowns miterleben müssen, die ich letztlich beim Turn of the Month nicht erlebt habe. Und natürlich könnt ihr argumentieren, ja, aber der Weekend-Effekt an sich war jetzt nicht so stark ausgeprägt, der ist eigentlich sogar schwächer als der S&P 500. Darauf sage ich natürlich aber als Beimischung in Kombination mit dem Turn of the Month natürlich äußerst, äußerst spannend, und er hat eine ganz andere Stabilität als die Volatilität beziehungsweise die Drawdowns, die ich hier auch im S&P 500 erlebe. Aber als wesentliche Message, und das ist auch mein Lieblingseffekt, nicht nur, weil er so erfolgreich performt, der Turn of the Month Effekt, sondern auch, weil er einfach durch die Grafiken, die ihr eben gesehen habt, so klar belegt ist über weit über 100 Jahre, und weil er einfach ein sehr, sehr stabiler Effekt ist. Es hat wahrscheinlich unterschiedliche Gründe, warum er so ausgeprägt gut funktioniert. Und ihr seht es hier eben auch nochmal in der gelben oder der gelblichen Linie. Wen das Ganze interessiert, bevor die Iris gleich drankommt, für den habe ich auch nochmal hier zwei QR-Codes gemacht. Das eine, wo man direkt auf die Seite von Investui kommt, wo man die glorreichen vier, die sich als, ich sag mal, als Investui-Team zusammengefunden haben, direkt ansehen kann und dann eben auch die Möglichkeit, eine kostenfreie Demo von Investui zu testen. Denn auch das ist ja spannend. Wenn ich jetzt, wenn mich all die Fakten, die wir hier gesehen haben, in vielen Publikationen von vielen Wissenschaftlern nicht überzeugen und mich auch die Grafik nicht überzeugt, die Iris am Anfang gebracht hat, wo alle vier gemittelt waren, diese schön sich entwickelnde grüne Kurve, dann kann ich das Ganze trotzdem einfach mal kostenfrei testen und gucken, wie sich das Ganze wirklich auch in Realität anfühlt. Also diese zwei QR-Codes könnte man laden und sich das Ganze angucken. Und mein Tipp, effektivieren Sie, so nenne ich es gerne, Investui ist da eine ganz große Adresse, weil da was zusammengefasst wird, um was ich mich selber nicht mehr kümmern muss. Es ist Wissenschaft, es sind Markteffekte, es sind Wiederholungen, von denen ich profitieren kann, ohne am langen Ende dafür viel tun zu müssen. Was haben Sie erfahren in diesem ersten Teil? Erfolgreich entscheiden heißt für mich, Fakten und Erwartungswerte zu berücksichtigen. Und letztlich, wenn ich Geld verdienen will, wenn ich wirklich so ökonomisch handle, dann eben auch Markteffekte zu handeln. Und das ist für mich finanzielle Intelligenz. Darüber wird viel gesprochen. Was ist finanzielle Intelligenz? Für mich ist das auf jeden Fall finanzielle Intelligenz. In diesem Sinne freue ich mich auf das, was Iris uns jetzt an spannenden Daten zu den Effekten zu liefern hat, und begebe mich jetzt mal kurzfristig in den Hintergrund und sage schon mal danke fürs Zuhören für diesen Teil. Vielen Dank, Raimund. Ich habe ja eben schon auch schon mal gesagt, dass für mich auch neue Sachen dabei sind und ich sehr gespannt bin. Und ich kann auch wirklich sagen, ein Punkt, der jetzt für mich auf jeden Fall nochmals, gerade gucken, ja, da ist es, sehr interessant war, das war nochmal der Vergleich den Markteffekten zu den Buy-and-Hold-Strategien. Weil wenn ich jetzt gleich anfange und auch zu unseren Markteffekten oder zu unserem Service spreche oder auch zu unseren Strategien, wird man in allen Veranstaltungen mit mir immer hören, dass wir uns als Ergänzung zu einem Buy-and-Hold-Strategie Investment sehen, ne? Also wir sind der Meinung, dass viele Investoren normalerweise klassischerweise als längerfristige Anlage auch ja, ein Buy-and-Hold Investment haben. Und wir haben ja einen Anlagehorizont ebenfalls von 1,5 Jahren, ne? Also wir sagen ja 1,5 Jahre und mehr, aber trotzdem kommen wir ja mit kurzfristigen Positionen, die halt über diese Rhythmen gehandelt werden. Aber dass die Markteffekte an sich so wirklich überperformt haben als das Buy and Hold, muss ich ganz ehrlich sagen, diese eine oder andere Grafik war mir auch neu. Sehr Ja. gut, also vielen Dank. Also da liegen wir nicht so falsch, ne? Wir liegen Du hast gut. ja, Ja. du hattest auch gesagt, Handeln von Markteffekten alleine. Wann würdest du sagen, lohnt es sich denn, wenn man sich, dass man sich einen Markteffekt auswählt und den kontinuierlich handelt? Also das ist tatsächlich schwierig. Da würde ich in die Literatur gucken und würde sagen, also ich brauche einen längeren Anlagezeitraum.
inwieweit das dann funktionieren kann. Und dann würde ich mehr einen rauspicken. Aber Diversifikation ist auch mit das A und O, finde ich. Und da sollte man schon mehrere zusammennehmen. Ich selber würde mich trauen, wenn ich jetzt noch viel jünger wäre, also auch den Monatsende-Effekt durchzuziehen, weil die Datenlage, finde ich, einfach spannend, würde aber immer wieder beobachten, ist der noch stabil. Aber den würde ich auch alleine durchziehen. Also das würde ich mir zutrauen mit einem etwas geringeren Risiko, als dass ich das mit dem Future handeln würde. Aber das, ja, das glaube ich, kann man schon, wenn man jetzt, weiß ich noch, 10, 15 Jahre vor sich hat und von der Stabilität ausgehen kann, die es früher auch schon gab. Okay. Ja, also für uns war es natürlich auch interessant gewesen, dass das jetzt keine Markteffekte sind, die man auch, sage ich jetzt mal, alleine handeln kann, wenn ich jetzt darauf gehe, dass im Herbst aufgrund von Festen in Indien oder Asien das Gold steigt, habe ich natürlich einen jährlichen Effekt. Für sowas braucht man keinen Service. Also für sowas muss man sowas nicht anbieten. Da kann sich jeder irgendwie im Kalender eine Benachrichtigung machen. Also für uns war es natürlich interessant, eine Kombination zu finden von Markteffekten, die dann halt auch über diesen kurzfristigen Zeitraum gehen und auch einfach auch die Wiederholungen da sind und auch wirklich man gezielt auf, ja, auf einen Mehrwert in der Renditegestaltung einfach aus ist. Ne? Da ist also ich kann nur zusammenfassen, du hast es gesagt, also man muss dran glauben, man muss dem Ganzen vertrauen und was Investui macht, es ist eigentlich nur ein Service da drauf. Ne? Man muss sagen, es ist nicht mehr als einen Service auf akademisch belegte Effekte zu legen. Und entweder man steht dahinter und möchte halt diese Form von Anlage betreiben oder auch nicht. Ich habe jetzt einfach noch ein paar Informationen im Detail zu den Sachen, die du gesagt hast. Erstmal an deiner Stelle vielen Dank. Es gab jetzt keine weiteren Fragen. Ich hoffe, es ist für dich okay, wenn ich dann übernehme. Ja. Und würde dann auch einfach mit dem Turnaround Tuesday nochmal anfangen. Du hast ja auch gesagt, du hast jetzt eine große Datenbasis zurückgezeigt, auch anhand deiner Screenshots und anhand der Studien. Ich habe einfach mal aktuelle Daten. Ich habe das aufgrund des FDACs, das ist eine ältere Folie, die wir bis Ende oder Anfang 2022 gemacht haben. Da sieht man aber auch, dass neben der statistischen Signifikanz oder der historischen Signifikanz, die du gezeigt hast, die Aktualität nach wie vor gegeben ist. Ne? Dienstag ist nach wie vor der stärkste Tag im Aktienhandel. Und wenn wir jetzt hier auch in 2022 das bis heute gemacht hätten, wäre, glaube ich, die Grafik noch deutlicher, dass der Dienstag einfach stärker ist. Und von daher, so prüfen wir das ja auch immer ab. Ne? Also wir gucken halt immer, dass die Effekte, von denen wir glauben, dass sie nach wie vor ihre Berechtigung in dem Portfolio haben, schauen wir uns an, wie haben die eigentlich gefunzt in der letzten Zeit. Und das sind dann immer, das ist jetzt sehr einfach, wir machen da noch etwas kompliziertere Analysen, aber das ist dann einfach etwas, was uns ganz leicht auch zeigt, dass wir da richtig liegen. Und wenn ich die nächste Folie zeige, dann war mir wichtig gewesen, auch einmal den Turnaround Tuesday über die letzten zweieinhalb Jahre zu zeigen. Das ist ja, seitdem wir auch den Service anbieten. Wir haben das ja vorher schon mit den BH Self-Invest-Kunden gemacht, auch diese seit 2018. Aber dann sind wir ja 2020 unter dem eigenen Namen Investui an den Start gegangen, um auch die Profile von WH Self Invest, aktiver Trader und hier eher aktiver Investor oder Anleger, um das nicht zu vermischen. Und da muss man sagen, wir haben ja im Grunde genommen, und dann komme ich auch nochmal auf den Titel unseres Beitrags oder unseres Vortrags, es ist ja immer irgendwas, ne? Ob das jetzt Inflation ist, Regression ist, Corona, Brexit, US-Wahlen, Lieferengpässe, Börsenskandale, all das bis hin zu Ukraine-Konflikt, all das haben wir eigentlich in den letzten 3 Jahren mitgemacht. Ne? Und irgendwas ist immer, und ob es jetzt Energiekrisen werden, wir wissen alle nicht, wo die Reise hingeht. Aber es sollte alleine bei der Aufzählung, die ich jetzt gerade genannt habe, eigentlich ein ganz gutes Gefühl geben, wie stabil die Strategien sind und vor allen Dingen der Turnaround Tuesday. Wenn wir davon ausgehen, 2020, also hier, das ist nur die Kurve jedes Trades aus 2020, wie hat der sich in den letzten 2,5 Jahren entwickelt, dann haben wir
eigentlich können wir sagen, zu Zeiten von dem ersten Corona-Rücksetzer. Natürlich war das eine schwierige Situation, aber danach hatten wir eigentlich einen stark bullischen Markt, also einen stark, stark steigenden Markt und hatten dann in diesem Jahr 16 Trades, 9 Gewinner, 7 Verlierer und auch eine Trefferquote von 56%. Das muss man sich auch klar machen, dass wir hier keine Trefferquoten von 95% haben, ne? Also da kann ich gleich noch was zu sagen. Also wir nehmen ja nicht viele kleine Gewinne mit, sondern wir haben ja fixe Parameter zwischen Ein- und Ausstieg. Und hier ist man, um mit Peter Lynch zu sprechen, einfach sehr gut, wenn man um die 60% liegt. Und das muss man auch für sich klar machen. Wenn man so ein Investment betreibt, will man lieber eine hohe Trefferquote haben, dann ist man hier falsch. Also viele kleine Gewinne, kann aber natürlich dann gibt es keine, sag ich mal, Aussage darüber, wie dann die Verlierer aussehen. Aber hier bei uns wird es immer mit der Statistik, mit der Wahrscheinlichkeit, die wir haben, immer so um die, ja, 60, 62%. So werden wir uns dann auch bewegen. 2021, habe ich gleich noch einen Chart mitgebracht, war eigentlich hinten raus, gerade was den DAX betrifft, eigentlich eine ganz klare Seitwärtsbewegung. Da hat man im DAX, wenn man ab Mai den DAX gehandelt hätte, bis Ende des Jahres, hätte man eigentlich im Grunde genommen als langfristiges Investment, wäre man 0 auf 0 rausgekommen. Da haben wir in dieser Zeit auch sehr gute Trades gemacht. Also 12 von diesen Trades, 10 von diesen 12 Trades sind in 2021 quasi in der zweiten Hälfte erfolgt, als der Markt seitwärts gegangen ist und hat auch sehr, sehr gute Ergebnisse erzeugt. Und jetzt haben wir in diesem Jahr, und da wird mir ja auch niemand widersprechen, fallende Märkte. Und ich zeige auch gleich nochmal den Trade von gestern. Da haben wir, ne, 19 Trades bisher gemacht. Und fallender Markt heißt ja, wir schauen am Montagabend um 17:30 Uhr, ist der Kurs unter dem 34-Tages-kleidenden Durchschnitt. Und das ist die Indikation für einen schwachen Markt. Und wir handeln zwar eine Long-Position mit dem Turnaround Tuesday, das muss man sich auch mal klar machen, in einem schwachen Markt, ne? Weil viele auch immer rufen, ihr müsst jetzt short gehen, ihr müsst jetzt, ne, jetzt müsst ihr doch eure Strategien vielleicht verändern in den fallenden Märkten, shorten, shorten. Wir haben eine Short-Position, die werde ich ja auch noch vorstellen, aber wir haben vor allen Dingen Long-Positionen, aber da ist halt einfach auch ein bestimmter Charakter dahinter und der Turnaround Tuesday hat den Charakter, im schwachen Markt besonders gut zu funktionieren. Ne? Dass man einfach die Schwäche an dem Montag, also man sagt ja auch oftmals, dass es so ist, dass gerade in schwachen Märkten viele Institutionelle schon freitags verkaufen, Gewinne mitnehmen, Liquidität freimachen und private Anleger das erst übers Wochenende mitkriegen, aber dann zum Montag dann auch verkaufen und so dann die Preise weiter fallen und somit dann auch die Schwäche im Markt weiter besteht und dann Institutionelle dann zum Ende des Montags schon wieder anfangen einzukaufen, um dann auch die Wende über den Dienstag mitzunehmen. Das ist etwas, was in diesem Jahr bisher hervorragend funktioniert hat. Man muss immer sagen, wir sind noch nicht fertig, aber wir haben aufgrund dieses schwachen Marktes bisher 19 Trades mit sehr, sehr guten Gewinnen. Das nur noch mal auch als Message. Wann funktionieren die Strategien? Wie sind sie ausgewählt worden? Das ist zum Beispiel eine, und wir haben sie ausgewählt. Zufälligerweise ist sie ja heute diese Woche auch gelaufen und abgeschlossen worden, die in allen drei Marktphasen bisher funktioniert hat, über die 2,5 Jahre im Live-Betrieb. Die hat vorher auch funktioniert. Aber jetzt können wir jeden einzelnen Trade und jede einzelne Marktphase auch belegen. Und das fand ich einfach in der Vorbereitung des Webinars nochmal ganz schön, dass man sagt, schaut euch nur mal eine an, ein bisschen im Detail. Und wir sind in der Lage, nicht nur auf historischen Backtest-Daten, sondern wir können tatsächlich, das sind alles Live-Trades gewesen und beweisen, so war es. Und Sie sehen das dann auch bei uns auf der Internetseite. Das war mir einfach nochmal wichtig. Noch eine Folie und dann komme ich dann auch gleich zu allen anderen und gehe auch auf unsere Internetseite. Das ist nochmal links die Entwicklung über diese 2,5 Jahre. Und wenn man sich anschaut rechts,
Das ist die gleiche Zeit im DAX-Verlauf. Habe ich einfach mal nicht einen Chart aus dem NanoTrader genommen, sondern Statista, also auch eine offizielle Quelle, die hier zeigt die monatliche Performance des DAXes über diese Zeit. Und im Grunde genommen, was ich interessant war, wenn man jetzt von hier, das ist ja quasi dieser Startpunkt, bis hier eine DAX-Position gehalten hätte, wäre man heute Break-Even. Also man hätte aber in dieser Zeit genau dieses Tal und diesen Berg durchlebt und auch durchlitten. Und wir durchbrechen ja quasi dieses langfristige und grätschen, sage ich immer, genau rein zu dem Zeitpunkt, wenn die Effekte, die du eben genannt hast, da sind, dass wir dann diesen verheißungsvollen Moment mitnehmen. Und das ist eigentlich das Grundprinzip, ob das jetzt der Monatsendeffekt ist, im Gegensatz zum S&P 500 oder auch Gold, das ist ein riesiger Vorteil, von dem wir überzeugt sind, dass diese Kurzfristigkeit einfach auch das Risiko der Kunden vermeidet, also verringert. Ja, das war das nochmal zu der Seitwärtsphase vom Turnaround Tuesday. Da bin ich ja jetzt gerade auch auf der Tonspur drauf eingegangen. Ja, das ist die letzte Folie und dann komme ich dazu. Ich hab mir einfach mal die Mühe gemacht, ich habe alle Trades dieses Jahres einfach mal hintereinander, so wie sie chronologisch waren. Da sieht man nochmal Turnaround Tuesday stark eingestiegen in diesem Jahr. Das sind ja immer dann, wenn es offene Positionen gibt, sieht man genau diese kleinen Charts bei uns auf der Internetseite und die werden dann auch übertragen dann ins Musterdepot. Und dann war hier in diesem Monat begann der Ukraine-Konflikt und dann sieht man auch, also da konnte man auch davon ausgehen, aber es ist nicht verwunderlich, so muss man sagen, dass da auch ein schlechterer Trade war. Aber erstaunlich auch, dass in der weiteren schlechten Phase trotzdem positive Trades entstanden sind. Hier wurde wieder die Schwäche des Markts gepaart mit dem fundamentalen Hintergrund, gepaart mit der Statistik ausgenutzt. Und eins ist mir noch wichtig, auch hier, das ist der Juni. Das war der schwärzeste Monat in der Geschichte des DAX und wir haben 4 Verlusttrades hintereinander gemacht und das ist mir auch nochmal ein Anliegen. Dann ist man auch an uns herangetragen, ihr müsst eure Strategien überdenken, ihr müsst ein anderes Timing oder so und so weiter. A, werden Sie auf unserer Internetseite sehen, dass wir in wirklich schwierigen Phasen auch positive Trades hatten. Woher sollen wir entscheiden, jetzt nicht zu handeln, wenn doch die Statistik und die Wissenschaft es anders sagt? Wer sind wir, muss man sagen? Und andererseits, wenn doch der schwärzeste Monat in der Geschichte im DAX stattfindet, ja, dann darf man auch mal hinnehmen, dass auch die Strategie mal in dieser Phase nicht funktioniert, wenn sie letztlich dann nochmal so funktioniert wie letzte Woche oder in der Gesamtschau über 2,5 Jahre oder bezogen auf die tatsächliche Historie. Man muss diesen Strategien einfach unserer Meinung nach vertrauen und nicht zu stark an ihnen auch arbeiten, Parameter verändern, also bis zur Unkenntlichkeit verändern, sodass dieser Markteffekt dann irgendwann auch gar nicht mehr zu erkennen ist. Das finden wir, ist die größte Gefahr, die man tun kann. Deswegen, wir wollen stabile Strategien, die wir nicht verändern. Und wir wollen einen Strategieverbund. Und jetzt komme ich eigentlich genau zu den Punkten. Wir haben über Turnaround Tuesday gesprochen, wir haben über den End of Month gesprochen und das sind 2 Strategien auf 2 Indizes. Wir haben aber noch den Pound Shorter, wie der Name auch sagt, ist das eine Short-Position auf ein Forex-Paar, British Pfund ist das und der Friday Gold Rush. Der Friday Gold Rush ist auch klar, wird auf das Gold gehandelt. Für uns und um diese Kurve nochmal, die man eingangs gesehen hat, diese grüne geklettete Kurve, um die hinzubekommen, das ist ein dauerhafter Erfolg. Und da ist es wichtig, dass man einen Verbund handelt, also ein Team aufs Feld schickt, das sowohl als Diversifikation zu Buy-and-Hold-Strategien dient, aber auch eine starke interne Diversifikation hat. Wir wissen nicht, wann welche Strategie performt, outperformt, nicht performt. Aber bei saisonalen Strategien
sollte man immer darauf achten, das ist auch so ein bisschen unsere Haltung, dass man da einen guten Mix hat. Also wir haben 4 Strategien. Man hätte ja auch den Turnaround Tuesday, den kann man auf den S&P 500 machen, man kann ihn auf den DAX machen, man kann ihn auf alle möglichen Indizes machen. Das wird immer verhältnismäßig gleich auslaufen. Aber 4 Strategien, 4 verschiedene Assets und dann auch noch 3 verschiedene Asset-Klassen und dann nur kurzfristige Positionen, die dann auch nochmal das Risiko streuen und dann auch nochmal zur Diversifikation beitragen. Ich gehe mal ganz kurz auf unsere Internetseite, damit Sie das nochmal sehen. Also hier sehen Sie auch nochmal Auszüge aus den Strategien, die heute genannt worden sind. Sie klicken einfach da drauf, finden dann wirklich nochmal Analysen, Hinweise, genau Dinge, die heute Abend auch besprochen sind, kann ich auch nur einladen, sich das mal anzuschauen. Diese Bilder, die ich gezeigt habe, die sind aus unseren Musterdepots. Diese Musterdepots, auch um mal zu zeigen, wie die Transparenz ist von uns oder auch zu den Strategien, geht zurück auf 2020, also zurück auf den ersten Trade, den wir gemacht haben. Können Sie auf dieser Seite, links sehen Sie die Entwicklung des Futures-Kontos, rechts vom CFD-Konto, können Sie jeden einzelnen Trade nachvollziehen seit Beginn des Service. Wir hatten 2021 nochmal 2 frische Depots. Auch da sehen Sie die Entwicklung. Und wir haben in 2022 auch wieder 2 frische Depots. Also Sie sehen hier immer langfristige Ergebnisse. Sie sehen, wie einzelne Jahre abgeschnitten haben und Sie sehen die aktuellen Ergebnisse. Und beispielsweise sehen Sie noch dann dazu tagesaktuell, wenn Strategien laufen. Und hier sehen Sie auch nochmal den Mini-DAX, der diese Woche gelaufen ist. Und Sie sehen beispielsweise aktuell den Friday Gold Rush, der gerade läuft. Der ist heute Mittag um 16 Uhr eröffnet worden. Der ist auch einer von 4. Ne? Also du sagtest eben die chlorreichen 4. Und der Friday Gold Rush ist genauso eine kurzfristige Strategie wie der Turnaround Tuesday in etwa anderthalb Tage, in denen die gehandelt werden. Auch da gibt es etliche Studien, warum Gold besonders am Freitag glänzt. Findet man auch bei uns auf der Internetseite. Aber sind auch die fundamentalen Gründe so stark dahinter. Also zum Beispiel ist es natürlich zur Absicherung. In Krisenzeiten wird er immer noch als sicherer Hafen gesehen, Gold. Aber in den letzten Jahren sind es auch immer stärker noch die goldverarbeitende Industrie hinzugekommen, beispielsweise die Schmuckindustrie, ne, die dann auch zum Wochenende das Rohmaterial nicht in ihren Lagern halten wollen. Das ist alles aus versicherungstechnischen Gründen. Das kostet alles wahnsinnig viel Geld. Beauftragen die oder kaufen die Gold. Das wird dann logistisch beispielsweise übers Wochenende verschifft, damit dann ab in der nächsten Woche das Ganze auch wieder die Arbeit aufgenommen werden kann. Der wird immer donnerstags gehandelt. Wenn die Börsen auf sind, wenn keine Feiertage sind, wird dieser Trade immer und immer gemacht. Immer um 16 Uhr eröffnen wir die Position für die Kunden, die in unserem verwalteten Konto sind. Und heute Abend um 21 Uhr wird die Position durch uns geschlossen. Das sind genau diese... Morgen Abend, entschuldige. Was haben wir denn heute? Wir haben Donnerstag. Morgen, entschuldige, lass ich dazu. Ich bin schon im Wochenende. Genau, heute haben wir es eröffnet, eben um 16 Uhr natürlich. Und morgen um 21 Uhr mit einer Übernachtposition wird das gemacht. Und das ist, alle unsere Strategien werden nur auf liquiden Instrumenten gemacht. Ne? Also ob das jetzt Futures sind oder CFDs, die eignen sich hervorragend. Das sind für kurzfristigen Handel. Da haben Sie exzellente Bedingungen, was jetzt Spreads betrifft, was Ausführung betrifft. Also das ist natürlich möglich, weil WH Self Invest als Broker dahinter ist. Ist alles schon da gewesen, nur der Service ist quasi neu da drauf gesetzt. Und jetzt muss ich noch einen Offenbarungseid leisten und also British Pfund, US-Dollar, mir ist da keine wissenschaftliche Studie bekannt, muss ich sagen. Es ist, der British Pfund, US-Dollar ist eine Ausnahme. Alle drei haben wir wirklich viel Literatur, können wir dazu zeigen, aber bei dem British Pfund, US-Dollar
Der ist eine Ausnahme, er ist die einzige Short-Position. Er ist eine reine Intraday-Position. Er wird von nur 6 Stunden jeden Dienstag gehandelt. Und er hat meiner Meinung nach keinen wissenschaftlichen Background. Er ist eher statistisch begründet und aus Erfahrungen heraus. Er wird von professionellen Tradern gerne gehandelt. Und ja, ist eigentlich vom Charakter her, muss man sagen, auch der ruhigste, wenn er nur 6 Stunden ist. Er hat halt, sag ich mal, eher einen gleichmäßigen Verlauf. Aber er hat absolut seine Berechtigung in diesem Portfolio. Das sieht man hier nochmal. Das sind die 4, wenn man sie im Backtest betrachtet, nochmal, wie sie sich seit 2009 die einzelnen entwickelt haben. Hier, das ist nochmal die Folie, die ich eingangs gezeigt habe. Da sieht man hier, das Gold ist einfach eine der volatilsten Strategien. Also das ist wie ein Wildpferd, der kann dann wirklich mal mit größeren Gewinnen und auch mal mit einem größeren Verlust einhergehen. Aber er hat auf lange Sicht nach wie vor eine absolute Berechtigung, weil er als Gold, weil er als Rohstoff und mit seinen fundamentalen Hintergründen immer wieder auch eine Ergänzung zu den anderen Strategien ist, die ja auch aus Indizes bestehen. Hier haben wir hier beispielsweise den Turnaround Tuesday als hellblaue Linie. Sieht man, dass der in diesem Jahr sehr, sehr, sehr stark ist. Man sieht hier beispielsweise diese lilafarbene Linie, dass der Monatsendeffekt in 2020 sehr stark war und in diesem Jahr noch zeigen muss, was er kann. Aber wir haben ja erst Halbzeit und da hat er noch genügend Raum und Zeit, sich zu entwickeln. Und den Power and Short, da sieht man hier diese dunkelblaue Linie. Das ist so der gleichmäßigste, der über die Zeit immer für gute Renditen gesorgt hat. Man weiß aber nicht, wann welche gut performt. Und deswegen die 4. Hier hat man zum Beispiel eine Seitwärtsphase vom Turnaround Tuesday und da hat der Gold gut performt. Hier war das Gold extrem schlecht 2013. Hier haben die anderen Strategien da unterstützt. Das ist ein wesentlicher Bestandteil und das vielleicht auch nochmal als Folie, dass Sie sehen, warum wir 4 Strategien handeln und weil sie einfach von Jahr zu Jahr anders sind. Immer alle Jahre positiv. Ich zeige auch gleich noch, wo Sie das nachvollziehen können, auch bei uns auf der Internetseite, bis auf 2013 und 2013 auch nur, wenn Sie einen aggressiveren Ansatz gewählt haben, weil wir haben ja unterschiedliche Risikoklassen. Aber hier sehen Sie auch nochmal, mit dem Verbund dieser 4 Strategien sind Sie über die letzten 4 Jahre immer sehr, sehr gut gefahren. Und dann gehe ich nochmal ganz kurz bei uns auf die Internetseite. Sie sehen, wenn Sie hier oben über die Neuigkeiten gehen, das kann ich nur empfehlen. Ach, das ist der Raimund. Da sehen Sie unseren Simulator. Und in unserem Simulator können Sie die Instrumente auswählen und Sie können Ihre Investitionsgröße auswählen. Und für mich ist es eins der besten Instrumente, die wir auf der Internetseite haben, weil man hier einfach auch ein Gefühl dafür bekommt, wie man diesen Service nutzen will. Weil wir haben 3 Risikoklassen, defensiv, moderat, aggressiv. Man sieht immer die dazugehörende Positionsgröße, die gehandelt werden würde. Man sieht die Entwicklung seit 2009. Man sieht aber auch einen Drawdown, der in dieser Zeit war. Dieser Drawdown ist immer der Drawdown, der zu Beginn unserer Strategien gestartet ist in 2020 mit Corona. Da mit Live-Schalten des Service musste die Strategie oder die Strategien ihren größten Drawdown hinnehmen. Sie sehen in Relation zu der Kontogröße, ob das auch passt und ob das von unserer Seite mit Daumen hoch oder ganz okay oder eher mit Daumen runter bewertet wird. Und Sie sehen die Entwicklung dieses Ansatzes über die Zeit auch nochmal als Grafik und auch als Balkenchart. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren und sich da mal ein bisschen zu tummeln, weil dann sieht man auch tatsächlich, ja, das, was ich eben gesagt habe, dass über die ganzen letzten Jahre diese Strategien im Verbund erfolgreich waren bis auf 2013. Und wer noch mehr Details will über die letzte Zeit, der klickt hier auf dieses Mehr. Die Fakten sprechen für sich
Und da werden Sie auch noch mal vieles finden, was ich bereits gesagt habe. Aber Sie finden auch noch mal was zur Trefferquote, zur durchschnittlichen Rendite, Performance. Hier beispielsweise sieht man sehr stark, dass wir auch negative Monate haben. Die wird es immer geben. Aber man sieht hier über die Erholungsphasen doch sehr, sehr stark, wie robust und stabil diese Strategien sind. Und Sie sehen da wenig bei solchen Sachen, dass wir auf die einzelnen Strategien gehen, sondern für uns ist Investui immer wichtig. Und das ist das Portfolio. Und diese Diversifikation kann am besten halt über das verwaltete Konto gewährleistet werden. Wenn Sie selbst klicken, dann verspreche ich Ihnen, kommen Emotionen ins Spiel. Sie, also nicht selbst klicken, also das haben wir gar nicht hier besprochen, aber es gibt ja eine Variante, wo Sie noch ein bisschen stärker selbst agieren können, dass Sie entscheiden, wann Sie in Position gehen und wie hoch die Positionsgröße ist. Und da ist immer die Gefahr, zu hoch zu klicken, zur falschen Zeit zu klicken, gar nicht zu klicken. Also wir können nur sagen, seitdem wir in 2021 im Februar das Musterdepot, unsere Musterdepots und auch die für die anderen Konten das verwaltete Konto anbieten, ist das war ein wesentlicher Gamechanger, obwohl wir vorher noch dachten, mit dem kleinen aktiven Anteil wäre noch hätten wir was Tolles angeboten, aber der Wunsch aus dem Kundenkreis kam, dass wir das eigentlich für die Kunden machen sollten. Ich komme ja eigentlich zum Schluss, muss ich sagen. Ich hoffe, ich habe einen ganz guten Überblick jetzt nochmal auch praktisch geben können zu unseren Strategien. Kann auch nur nochmal einladen, sich eine Demo anzufragen oder ein anderes monatliches Webinar sich anzuschauen. Wer gerne noch einen Rückruf von mir gerne hätte, dass wir uns noch mal im Detail dazu unterhalten, darf das gerne die Chance jetzt noch nutzen und einfach kurz reinschreiben. Ich gucke auch noch mal nach den Fragen und dann, Raimund, vielleicht hast du noch eine Anmerkung. Ich würde jetzt langsam zum Schluss kommen. Ja, ich stimme dir dazu, was den Schluss betrifft. Es ist warm für uns alle, vermute ich, in diesem Land. Mein einziger Tipp, effektivieren Sie, diese Zahlen sind einfach überzeugend, nicht nur die wissenschaftlichen Fakten, sondern auch das, was Investui da mit den Live-Konten gemacht hat, und es gibt nichts Besseres als Markteffekte, ich muss mich nicht entscheiden, ich weiß, ich bin von, Iris hat es gesagt, für das Gold, ich bin von heute Nachmittag 16 Uhr bis morgen Abend mit diesem Gold, Gold Future unterwegs. Und das ist so klar, auch von den Regeln, dass ich das eins zu eins nachvollziehen kann. Und wir sehen es anhand der Performance-Kurve, unabhängig von den dramatischen Ereignissen, die wir in den letzten 2 Jahren ständig hatten. Iris hat alle Ereignisse aufgezählt und wahrscheinlich gibt es noch viel mehr. Und es funktioniert. Ob es fallende Märkte waren, Seitwärtsmärkte waren, steigende Märkte waren, die 4 Strategien zusammen bilden das Ganze hervorragend ab. Mal ist die eine stärker, mal ist die andere stärker. Und das führt letztlich diesen Service zum Erfolg. Und ich will nicht sagen, man ist dumm, wenn man zuguckt, aber wer eben dabei sein will, der sollte sich das einfach überlegen und sich vor allem auch Zeit geben und nicht nach einer Woche sagen, oh, der erste Trade, der war ja nichts. Mhm. Das liegt in der Natur der Sache, dass solche Dinge eben vorkommen, dass es eben auch Phasen gibt. Und bedenken wir all die eingestiegen sind, ganz am Anfang, die haben als erstes den fetten Corona-Peak mitbekommen. Und aber wir sehen, dass im ersten Jahr ist man auch mit 33% aus der Nummer rausgegangen, trotz Corona. Und das zeigt ja einiges, was diese Effekte tatsächlich in sich haben, die können halt was, und insofern effektivieren sie, sind sie alle mal stärker als DAX, S&P, Gold, alles einzeln betrachtet, und ich wünsche Ihnen einfach viel Spaß dabei. Also mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Ich glaube, okay. Ich habe alles gesagt. Ja, also vielen Dank, und ich zeige jetzt nochmal ganz kurz, weil da kam die Frage noch zu quasi, wie das im Kalender aussieht, wie wir die handeln. Also hier sieht man auch nochmal die Tage, an denen gehandelt wird. Das ist einfach auch bei uns öffentlich auf der Internetseite, können Sie sich anschauen. Hier sehen Sie, wann der Friday Gold Rush gehandelt wird. Sie sehen hier an dem Dienstag wird immer der Pound Shorter gehandelt. Das ist noch eine Frage, um 7.45 Uhr gehen wir da in Position und um 14 Uhr schließen wir die. Man sieht hier mit dieser perforierten Linie, man weiß es ja nicht, wird ein Turnaround Tuesday stattfinden oder nicht. Das ist dann immer an einem Montag.
Und hier sieht man auch nochmal diesen lilanen Kreis. Das ist der End of Month. Da sieht man nochmal 4 Tage vor Monatsende und geschlossen wird er dann 5 Tage später. Sie haben hier unten auch noch ein paar andere Parameter. Aber das war's. Das ist im Grunde genommen auf einer Seite mehr oder weniger Investui dargestellt. Es werden Zeitstops verwendet, also vielleicht auch dazu noch eine Aussage. Man sieht hier immer auch, wenn geschlossen wird, zu welcher Zeit die Position geschlossen worden ist. Das wird im Grunde genommen durch die Markteffekte und die Strategien vorgegeben. Wir haben da auch etliche Analysen gemacht und Studien mit verschiedenen 1%, 2%, 5% Stopp. Auf lange Sicht, ich kann mich nur wiederholen, wir sind ein langfristiges Investment, ist der Zeitstopp die beste, das bringt das beste Ergebnis, was die Rendite betrifft. Und wir sind ein langfristiges Investment. Sie haben in einem Aktienportfolio oder im ETF, gehe ich davon aus, auch keinen Stopp platziert. Es ist ein Hybrid aus Trading-Strategien, kurzfristig, aber mit dem Charakter eines langfristigen Investments. Ja, ich denke, es ist alles gesagt und ich hoffe, wir konnten Sie tatsächlich ein bisschen begeistern für die Markteffekte. Ich hoffe, wir konnten auch den ein oder anderen Zweifel oder was auch immer Sie bisher nicht dazu geführt hat, mit Markteffekten zu arbeiten, aus dem Weg räumen. Wenn nicht, wenn es uns das nicht gelungen ist, gerne auch nochmal im Dialog. Aber an der Stelle, denke ich, machen wir Schluss. Es war sehr, sehr informativ. Raimund, nochmal vielen Dank an dich. Gerne, Iris. Und ich wünsche Ihnen und dir, Raimund, einfach einen angenehmen Abend. Gucken Sie morgen nochmal rein zum Friday Gold Rush, wie er geschlossen hat, 21 ja. Uhr. Und ja, an der Stelle von mir auch schon frühzeitig ein schönes Wochenende. Alles Gute. Ja, tschüss. Ich schließe mich den guten Wünschen an. Danke, Iris. Danke fürs Zuhören. Es ist faszinierend, sowohl das Produkt als auch die Markteffekte an sich. Und wünsche allen eine gute Zeit und wahrscheinlich jetzt ein gutes, kaltes Getränk, ja. Was wir alle verdient haben. Also diesmal sieht man, es ist Arbeit. Man sieht die Schweißperlen auf unserer Stirn in diesem Sinne. Vielen, vielen Dank an alle und auf bald. Ja, von meiner Seite auch. Tschüss, machen Sie es gut.